Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 91, Aktuelle Stunde der Fraktion Die Linke, die desaströsen Arbeits- und Lebensbedingungen der Erntehelferinnen und Helfer in Hessen endlich verbessern, Drucksache 20-5592. Und als erstes hat die Abgeordnete Wissler das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir möchten mit dieser Aktuellen Stunde zu Beginn der Spargelsaison auf die Situation der Erntehelfer aufmerksam machen, wobei der Begriff Erntehelfer irreführend ist. Es geht nicht um Menschen, die mal bei der Ernte mit anpacken. Es geht um Saisonarbeitskräfte, die Schwerstarbeit in der Obst- und Gemüseproduktion leisten und ohne die in diesem Bereich nichts ginge. Jedes Jahr kommen etwa 300.000 Saisonkräfte nach Deutschland, meist aus den osteuropäischen Staaten. Spargelstechen, Erdbeerernte oder Weinlese, Knochenjobs im Akkord, 12-Stunden-Schichten sind erlaubt, die Feldarbeit kennt oft keinen Sonntag. Seit Jahren kritisieren die Gewerkschaften den hohen Arbeitsdruck und die schlechte Bezahlung. Corona hat die Situation noch deutlich verschärft. Weniger Arbeitskräfte kommen, und die Arbeit verteilt sich auf weniger Schultern. Im Report zur Saison 2020 wird ein Fall aus Hessen dargestellt. 16 rumänische Beschäftigte mit Arbeitszeiten zwischen 12 und 14 Stunden, ohne Ruhetage, zu viert in einem Container, ohne warmes Wasser untergebracht. Und das in einer Pandemie. Ich frage die Landesregierung, was haben Sie unternommen, um solche Zustände abzustellen? Die Situation der Saisonarbeitskräfte in Hessen sei sehr gut, erklärt Sozialminister Klose. DGB und IG Bau sehen das anders. Sie warnen vor unverantwortlichen Zuständen und mahnen auch in Hessen die Einhaltung der Arbeitsschutz- und Hygienevorschriften an. Das Risiko, sich mit Corona anzustecken, ist für Saisonkräfte hoch beim täglichen Transport auf die Felder und in den Sammelunterkünften. Die Sanitäranlagen sind vielerorts katastrophal, stellenweise mit nur einer Toilette und Dusche. Bis zu 8 Personen schlafen in einem Raum, unmöglich, sich vor Ansteckungen zu schützen. Von der Bundesregierung heißt es, Unterbringung und Einzelzimmer sei anzustreben, aber eine Pflicht gibt es nicht. Mindestens 300 Saisonarbeitskräfte haben sich letztes Frühjahr mit Corona infiziert. Die Dunkelziffer durfte deutlich höher liegen, und jetzt haben wir es noch mit den ansteckenderen Mutanten zu tun. Nötig wären verpflichtende Einzelzimmer, kostenlose Masken, Corona-Tests und regelmäßige Kontrollen der Bedingungen durch die Behörden. Einmal pro Saison, stichprobenartig, reicht nicht aus. Natürlich gibt es die Betriebe, die sich korrekt verhalten, aber eben auch zahlreiche Verstöße gegen die Hygieneauflagen. In der Praxis sind Saisonkräfte oft noch rechtloser als auf dem Papier, gerade wenn das Aufenthaltsrecht an den Arbeitsvertrag gebunden ist. Wer sich beschwert, riskiert, fristlos gefeuert zu werden und sogar den bereits verdienten Lohn zu verlieren. Auf dem Papier gilt der Mindestlohn. Aber oft gibt es hohe Abzüge für Verpflegung und Unterkunft mit Quadratmeterpreisen wie für eine Penthouse-Wohnung. Teilweise werden Kleidung und Arbeitsgerät in Rechnung gestellt. Die Abzüge sind oft so hoch, dass kaum etwas bleibt. Löhne werden häufig erst kurz vor der Abreise gezahlt und ein Teil der Arbeitszeit gar nicht abgerechnet. Und so wird der Mindestlohn untergraben. Diese Zustände sind keine bedauerliche Ausnahme. Sie gehören vielerorts zum Geschäftsmodell. Die IGBAU berichtet von Saisonarbeitern, die 5 Wochen lang 48 Stunden pro Woche gearbeitet haben, für weniger als 1.200 €. Oft sogar ohne Krankenversicherung. Dafür hat die Bundesregierung gesorgt. In normalen Jahren dürfen ausländische Saisonkräfte für maximal 70 Arbeitstage sozialversicherungsfrei eingestellt werden. Dieses Jahr wurde dies zum zweiten Mal ausgeweitet auf 102 Tage. Auf Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner ist Verlass, zumindest aus Sicht der Agrarlobby. Stolz verkündet sie der Presse, sie habe mit dem Bundesarbeitsministerium eine erneute Ausweitung ausgehandelt. Und damit soll angeblich das Infektionsrisiko verringert werden. Das ist absurd, denn so sind viele Menschen nicht krankenversichert inmitten einer Pandemie. Und wer dann krank wird und zum Arzt muss, der bleibt auf den Kosten sitzen. Die Gewerkschaften berichten von Menschen, die monatelang in Deutschland gearbeitet haben und wegen einer medizinischen Behandlung verschuldet nach Hause gefahren sind. Deshalb fordert auch der DGB, wer hier arbeitet, muss sozialversichert sein, und zwar ab dem ersten Tag. Eine systemrelevante Branche wie die Landwirtschaft mit harter körperlicher Arbeit braucht höhere Löhne und Tarifverträge.
Gerade Arbeitsmigranten haben oft keine Chance, sich rechtlich zu wehren. Das kennen wir auch aus der Bau- und aus der Fleischwirtschaft. Wo bleiben die Projekte der Landesregierung für die Rechte von Saisonkräften und für unabhängige Beschwerdestellen? Ja, die Situation ist auch für viele Landwirte alles andere als einfach. Aber wir brauchen klare Regeln gegen Lohndumping, auch um die Landwirte zu schützen, die ihre Leute anständig bezahlen. Es geht auch anders. In Belgien und Österreich gilt die Sozialversicherungspflicht ab dem ersten Tag. Und in Frankreich gilt ein höherer Mindestlohn für Saisonkräfte. Billiger Spargel aus Deutschland wird dort zur Dumpingkonkurrenz. Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Die IGBAU hat die Initiative Faire Landarbeit mitgegründet, berät, macht Feldbesuche und hat gerade eine Online-Petition gestartet. Auf einem Spargelhof in NRW haben letztes Jahr 150 Saisonkräfte gestreikt wegen Lohnausfällen, schlechter Verpflegung und katastrophalen Zuständen in den Unterkünften. Diese Organisierung und diese Gegenwehr, meine Damen und Herren, ist dringend notwendig, damit sich an diesen Zuständen etwas ändert. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Wissler. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Decker für die SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Ups, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema beschäftigt uns ja eigentlich jedes Jahr. Immer dann, wenn der erste Spargel gestochen wird, spätestens dann haben wir das Thema hier auf der Agenda. Warum haben wir das auf der Agenda? Weil es in der Tat rund um die Beschäftigung von Erntehelfern und Erntehelfern immer irgendein Ärgernis gibt. Es bleibt ein Ärgernis. Entweder geht es um schlechte Entlohnung oder es geht um miserable Unterbringung. Und bei der schlechten Entlohnung reden wir auch ganz oft um gezielte Umgehung des Mindestlohngesetzes und natürlich auch um horrende Abzüge, so wie die Kollegin Wissler das eben dargestellt hat. Ich empfehle allen mal, den Bericht des Deutschen Gewerkschaftsbundes vom 22. April durchzulesen, der mal alles das aufzählt, was da im Argen liegt und was eigentlich nicht geduldet werden kann. Aber es ist wie immer, auch in dieser Branche, es gibt sehr viele, das will ich ausdrücklich an der Stelle aber auch erwähnen, es gibt sehr viele Erzeugerinnen und Erzeuger vor Ort, die das ordentlich machen, weil sie froh sind, dass sie Erntehelfer überhaupt bekommen und die den ordentlich den Lohn ausbezahlen und sie versuchen im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch ordentlich unterzubringen. Aber wie immer sind es auch hier gerade die schwarzen Schafe und davon gibt es nicht wenige. In der Tat, wenn Sie das den Bericht lesen, die hier die ganze, ich sag's mal ganz salopp, die ganze Branche in Verruf bringen und versauen. Und das sind Dinge, die eigentlich nicht gehen. Ich sage das deswegen auch, weil es eigentlich im Prinzip klare Regeln gibt. Es gibt klare Regeln, die auch für Erntehelferinnen und Erntehelfer in Deutschland gelten und gelten müssen. Wir haben klare Lohnregeln, gesetzlicher Mindestlohn. Wir haben klare Regeln nach der Arbeitszeitverordnung. Ja, da gibt es natürlich Ausnahmen, Kollegin Wissler, dass auch mal 10 und 12 Stunden begrenzt gearbeitet werden darf. Okay, aber es gibt trotzdem die Spielregeln. Und es gibt Arbeitsschutzregeln, die gab es schon immer. Und inzwischen sind diese Arbeitsschutzregeln auch den Regeln der Pandemie angeglichen worden, weitestgehend, und das war auch dringend nötig, weil es völlig richtig ist, dass da ein hohes Infektionsrisiko genauso gut wie in der Fleischbranche geherrscht hat. Und deswegen musste man dazwischen gehen und musste hier klare Regeln schaffen. Das hat Hubertus Heil gemacht, dafür sind wir eben auch dankbar. Und ich denke auch, dass man eine Menge tut dafür, aber ich lege auch den Finger in die Wunde, es braucht mehr Kontrollen. Und das ist nun mal in erster Linie nicht der Zoll nur alleine, sondern das ist auch das Land Hessen. Und gerade wenn man weiß, dass solche Verstöße an der Tagesordnung sind, muss man diese Kontrollen auch durchführen. Und da sehen wir genauso die Landesregierung absolut in der Pflicht, dafür mehr zu tun, als das bisher der Fall ist. Also ich denke, wir tun eigentlich jede Menge auch dafür, dass die Erntehelfer ins Land kommen können. Da wird eine Menge für getan und ich höre ja auch schon wieder Stimmen, die sagen, das Ganze muss noch weiter entbürokratisiert werden, um Gottes Willen. Was passiert denn dann? Werden die dann in Ketten gelegt oder kommen die auf Sklavenschiffen? Ich überspitze das mal. Also es braucht hier schon ein paar Regeln und keine Entbürokratisierung, gerade dann, wenn man weiß, dass diese Verstöße stattfinden. Und wir dürfen eins nicht vergessen, es geht hier um Menschen, es geht um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Und das, was mit vielen von Ihnen, die vornehmlich aus Osteuropa kommen, geschieht, würde sich inzwischen, jetzt kann ich mal sagen, Gott sei Dank, inzwischen mit einem inländischen Arbeitnehmer oder einer inländischen Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer überhaupt nicht mehr erlauben. Und das kann doch kein Zustand sein, dass wir hier diese Kräfte auf diese Art und Weise dann auch regelrecht arbeitsmäßig missbrauchen. Das hat jedenfalls mit Fairness auf dem Arbeitsmarkt nicht allzu viel zu tun. Ich will auch noch mal deutlich sagen, dass wir es so richtig halten, wenn die Beschäftigung sozialversicherungspflichtig gemacht wird, zumindest was in jedem Fall den Teil der Krankenversicherung anbelangt. Weil es kann nicht sein, dass die Leute hier ohne Krankenversicherungsschutz rumlaufen. Und wer sich ein bisschen näher damit befasst, der weiß, selbst wenn die Arbeitnehmerin, der Arbeitnehmer aus Rumänien oder Bulgarien zu Hause irgendeine Krankenversicherung hat, dann wird die hier noch lange nicht anerkannt. Dann kann es passieren, dass der gar nicht behandelt wird oder wird am Ende des Tages so arm und fährt ohne Lohn oder vielleicht sogar noch mit Schulden nach Hause, weil er zufällig krank geworden ist. Also das kann nicht sein. Und deswegen muss da auch ein Durchbruch erzielt werden. Das ist ja im Bundestag, glaube ich, noch nicht ganz durch. Ne? Also im Moment wird es ja noch angehalten, wegen den 102 Tagen und wegen... Das habe ich nicht beschlossen, aber im Bundestag ist es noch nicht durch, weil die SPD-Fraktion unter anderem auch gesagt hat, da muss man noch mal drauf gucken, was da passiert, auch gerade wegen dieser Frage. Immerhin hat der Bundesarbeitsminister dafür gesorgt, das war der Kompromiss mit der Landwirtschaftsministerin, dass es zumindest meldepflichtig bleibt und zu gucken, wie viel Beschäftigung wird da eigentlich nachgegangen werden. Ja, erst nach einer bestimmten Pflicht. Aber da muss nachgebessert werden, das sehen wir auch so. Das ist die eine Seite der Medaille. Ich will zum Schluss kommen, aber die andere Seite der Medaille auch beleuchten. Wir müssen aber auch die Erzeugerinnen und Erzeuger im Weinbau, im Spargelanbau, müssen wir versuchen, aus der Druckkammer rauszuholen. Denn die selber stehen unter einem enormen Druck durch die Vermarktungsbranche und die Verarbeitungsbranche. Und wenn uns das gelingt, diese Spirale zu durchbrechen, dann hilft das einerseits den Erzeugern, ganz anders mit dem Thema umzugehen, und es ist gleichzeitig eine Hilfe und hilft auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, weil das dann nämlich besser garantieren kann, dass sie ordentlich behandelt werden und auch einen ordentlichen Lohn kriegen. Und ich glaube, deswegen muss man die beiden Seiten betrachten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Decker. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Lichert für die AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, verehrte Kollegen! Desaströse Arbeits- und Lebensbedingungen von Erntehelfern. Gibt es so etwas in Deutschland? Vielleicht sogar hier in Hessen? Ja, wahrscheinlich schon. Muss uns das interessieren? Ja, das muss es. Denn ausbeuterische Arbeitsverhältnisse müssen jeden von uns interessieren. Aber nicht, weil wir Politiker sind, sondern weil wir Menschen sind. Hat DIE LINKE jetzt also ausnahmsweise mal ein wirklich relevantes Problem erkannt und vielleicht sogar eine sinnvolle Lösung anzubieten? Wäre ja theoretisch denkbar. Aber nein, ich glaube nicht. Es wird hier das Lied der Gewerkschaften gesungen. Es wird nach mehr Regulierung, nach mehr Bürokratie gerufen. Und das an den Interessen der Betroffenen vorbei. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich aber noch einen Aspekt hier kritisieren, und zwar dieser unglaubliche Generalverdacht gegenüber den Bauern, den Sie hier in den Raum stellen, das haben Hessens Bauern nicht verdient. So, was will denn nun DIE LINKE überhaupt tun, um den Betroffenen zu helfen? Sie sind ja sehr wolkig geblieben. Ihre Kollegen in Berlin sind da schon etwas detaillierter. Das ist ja auch schon angesprochen worden, dass da im Bundestag dazu etwas passieren wird. Aber zuallererst wollen Sie deren Einkommen reduzieren. Nichts anderes ist nämlich die Forderung, sie der deutschen Sozialversicherung zu unterwerfen. Und wenn die Probleme doch vor allen Dingen darin bestehen, dass die Arbeitnehmer so eine schlechte Verhandlungsmacht haben, dann werden sie das natürlich auch niemals über die Nominallöhne kompensieren können. Und was passiert? Heutiges Einkommen wird in einen Schuldschein gegenüber den deutschen Sozialkassen umgewandelt. Glauben Sie wirklich, dass das diesen Menschen hilft? Auch ohne die absehbar anziehende Inflation im Westen ist für viele dieser Bürger osteuropäischer Länder
Inflation sehr wohl Realität, und die haben doch kein Interesse, ihr heutiges Einkommen zu schmälern, um dann zukünftige Forderungen von sehr zweifelhaftem Wert zu haben. Das ist sicherlich nicht im Sinne dieser Menschen. Beim Thema Krankenversicherungsschutz, da sind Verbesserungen in der Tat angezeigt. Das würden wir sogar mitgehen. Nur auch da rennen Sie hier die falschen Türen ein. Das muss an ganz anderer Stelle verhandelt werden. Der Kollege Decker hat ja eben da schon ein paar Hinweise gegeben, wo es hapert. Aber es bleibt dabei, im Wesentlichen sind die von Ihnen geforderten Maßnahmen Griffe ins Portemonnaie der Erntehelfer. Warum das alles? Sie versuchen sich hier natürlich wieder als die Retter der Witwen und Waisen darzustellen. Aber gestern Morgen hat eine Selbstdemaskierung stattgefunden. Da hat nämlich Dr. Wilken hier im Plenum gesagt, soziale Marktwirtschaft sei ein Kampfbegriff. Das waren Dr. Wilkens Worte gestern Morgen. Und noch etwas sagte er. Die Wirtschaftsordnung sei ja nicht im Grundgesetz festgelegt und damit praktisch eine politische Variable. Und das ist falsch und gefährlich. Ich habe mir deswegen Verstärkung mitgebracht. Das ist der ehemalige Verfassungsrichter Udo Di Fabio. Und ich zitiere aus einem sehr lesenswerten Interview, das am Montag in der FAZ veröffentlicht wurde. Die geltende grundrechtliche Werteordnung garantiert Privatautonomie und wirtschaftliche Selbstbestimmung ebenso wie den Schutz des Privateigentums. Autsch. Dem Grundgesetz liegt auch in seiner Zielbestimmung als soziale Demokratie das Modell der marktwirtschaftlichen Ordnung zugrunde. Zitat Ende. Eigentlich müsste ausufernden Verstaatlichungsfantasien damit die Grundlage entzogen sein. Aber mit Fakten waren Kommunisten ja noch nie beizukommen, und daran hat sich offenbar nichts geändert. Dass es Ihnen überhaupt nicht um das Wohl der Menschen geht, sieht man auch an dem Versuch einer institutionalisierten Schuldenorgie, wie wir sie Dienstagabend hier besichtigen durften und mussten. Staatsverschuldung ist immer ein Transfer vom Staat an den privaten Sektor. Gerade bei den von Ihnen geforderten Investitionen gibt der Staat natürlich das Geld aus. Empfänger sind Unternehmen und dadurch mittelbar Privatpersonen, aber gerade nicht ihre angebliche Kernklientel der sozial Schwachen. Diese leiden vielmehr immer am stärksten unter den Preissteigerungen, die immer und überall mit Geldmengenausweitung einhergehen. Und damit komme ich dann auch zum Schluss. Gerade die Transferempfänger müssen mit ihrem alten, niedrigen Einkommen die neuen, höheren, inflationierten Preise bezahlen, weil diese Transferzahlungen natürlich immer erst nachträglich angepasst werden. Und diese Zusammenhänge, die können oder wollen Sie nicht durchschauen. Das offenbart ökonomische Inkompetenz in Verbindung mit ideologischer Verblendung. Und das ist der maximal toxische Cocktail für die Bürger unseres Landes. Danke schön. Vielen Dank. Als Nächstes hat die Abgeordnete Bächle-Scholz von der CDU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ernte und Aussaat können in der Landwirtschaft nicht ohne Saisonarbeiter bewältigt werden. Zeitpunkt und Umfang der Arbeiten sind im wahrsten Sinne des Wortes Natur gegeben. Und dies gilt auch in Zeiten von Corona. Und uns allen ist auch bekannt, dass genügend Arbeitskräfte, um die anfallenden Arbeiten zu erledigen, in Deutschland nicht vorhanden sind. Viele Deutsche sind sich zu schade, diese Arbeit zu machen. Nehmen wir es mal, wie es ist. Nur mit einer ausreichenden Zahl von in der Regel aus Osteuropa stammenden Saisonkräften lässt sich die Arbeit bewältigen. Und oftmals ist die Beschäftigung nicht nur im Interesse der Arbeitgeber, sondern viele Arbeitnehmer sehen ihre Tätigkeit in Deutschland als einen wesentlichen Teil des Familieneinkommens an.
Ohne diese Tätigkeit gerieten in vielen Fällen die Arbeitnehmer und ihre Familien in schwere soziale Nöte. Und daher ist auch natürlich eine gerechte Entlohnung auch in unser aller Sinne für diese schwere Arbeit. Aber daneben ist auch, wenn man die Bedingungen oder angemessene Bedingungen der Beschäftigung durchleuchten will, die Bedingungen bei der Erbringung der Arbeitsleistung zu sehen. Nach meinen eigenen Erfahrungen mit Landwirten, die Saisonarbeitskräfte beschäftigen, ist schon oft eine recht enge Beziehung zu ihren Saisonarbeitskräften gegeben. Also ich kenne einen Landwirt, der hat seit über 10 Jahren immer die gleichen Saisonarbeiter. Heute Morgen im Frühstücksfernsehen war ein Bericht darüber, da hat ein Landwirt von 14 Jahren gesprochen. Und dieser persönliche Eindruck wird auch durch die Statistik bestätigt. Nämlich, wie das Hessische Ministerium für Soziales mitgeteilt hat, wurden im Jahr 2020 durch die Arbeitsschutzdezernate der Regierungspräsidien zusammen mit der Sozialversicherung für Landwirtschaft und den Zollbehörden und den Gesundheitsämtern Überwachungsaktionen zum Schutz der Saisonarbeitskräfte durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 133 landwirtschaftliche Betriebe mit 5.031 Arbeitskräften erreicht. Bei der Auswertung stellt das Ministerium fest, ich darf zitieren, die Situation bei den Saisonarbeitskräften in Hessen ist offensichtlich sehr gut. Über 90% der Betriebe arbeiten nach Auswertung des gesamten Aufsichtshandelns vorschriftsmäßig, wodurch keine unmittelbare behördliche Intervention erforderlich war. Ein Ergebnis, das wir auch zur Kenntnis nehmen müssen. Und ich kann nur sagen, nicht nur Hubertus Heil arbeitet, sondern auch das Hessische Sozialministerium und die Landesregierung. An manchen Stellen habe ich jedoch den Eindruck, dass ohne ich auch die schwarzen Schafe verleugnen möchte, eine unbegründete Skandalierung stattfindet. Frau Wissler, Sie fordern, die Unterbringung der Saisonarbeitskräfte sollte in Hotels oder in Pensionen erfolgen, sogar in Einzelzimmern. Ja, aber zum einen, weil eine derartige Unterbringung, das muss man auch sehen, ist für Landwirte nicht umsetzbar, weil sie nicht bezahlbar wäre. Und zum anderen ist aber auch nicht ersichtlich, dass eine solche Maßnahme einen zusätzlichen Schutz gegenüber den Vorgaben, der, ich habe ja eben schon daraus zitiert, den Handlungshilfen zum Schutz von Ernte- und Saisonarbeitskräften von SARS-CoV-2 erbringt. So wird nämlich in diesen Handlungsanleitungen in Bezug auf die Unterbringung festgestellt, ich zitiere erneut, insgesamt ist davon auszugehen, dass die Umsetzung der Anforderungen in der Praxis grundsätzlich nur dann gewährleistet werden kann, wenn jeder Beschäftigte seinen eigenen abgeschlossenen Raum bewohnen kann. Und ich kann von den Landwirten sagen, die ich kenne, die setzen dies bei sich am eigenen Hof um. Darüber gibt es natürlich auch in diesen Vorschriften erhebliche Hinweise zu den Arbeitsgruppen und zu den Hygienemaßnahmen. Und wir haben auch schon das Gesetzesverfahren im Bund angesprochen. Denn ich finde es für sinnvoll, dass der Zeitraum gerade in Corona-Zeiten für die Beschäftigten im Jahr 2021 von den üblichen 70 Tagen auf 102 Tage ausgeweitet werden kann. Denn hierdurch wird eine erhöhte Kontinuität im Personalbestand und damit eine Einschränkung der verschiedenen Kontakte erreicht. Des Weiteren wird in dem Gesetz noch, und darauf möchte ich auch hinweisen, die Meldepflicht zur Sozialversicherung ausgebaut und eine Verstärkung der Überwachung eingeleitet. Insbesondere in der Krankenversicherung ist hier schon einiges veranlasst. Aber man ist auf dem Weg, Frau Wissler, auch das muss man sehen. So gilt mein Lob dem Ministerium sowohl für seine Beratung wie auch seine Überwachungsarbeit in Bezug auf die Saisonarbeitskräfte. Und ich kann nur bitten, reden Sie unsere Landwirtschaft nicht ohne triftigen Grund schlecht. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Bächle-Scholz. Für die Freien Demokraten hat jetzt die Abg. Knell das Wort.
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! DIE LINKE macht das, was sie am liebsten tut. Sie sucht sich eine kleine Gruppe der Bevölkerung aus, erklärt dann, dass es dieser Gruppe schlecht geht. Und schuld sind dann in diesem Fall die Bauern, ansonsten Unternehmer, der Markt, der Kapitalismus. Und wie immer sind Sie mit dieser Skandalisierung auch hier auf der falschen Fährte, liebe Kolleginnen und Kollegen von den LINKEN. Wer nämlich von einem Desaster und von desaströsen Bedingungen spricht, der hat sich kein Bild vor Ort hier in Hessen gemacht und verkennt die tatsächliche Situation. Eine richtige Beobachtung haben Sie angesprochen. Die Arbeit ist körperlich anstrengend, sehr anstrengend. Das ist richtig, und das ist auch einer der Gründe, warum es die heimischen Landwirte schwer haben, überhaupt Personal zu finden. Im Inland gibt es nicht genug Arbeitskräfte, die die Arbeit auch übernehmen wollen. Deswegen sind die heimischen Landwirte auf Saisonarbeitskräfte aus dem Ausland ganz dringend angewiesen. Da hat die Frau Kollegin Rechte-Scholz ja schon darauf hingewiesen. Und denken Sie doch einmal ein Jahr zurück. Die Ernte drohte ins Wasser zu fallen, als die Grenzen dann geschlossen waren. Der Selbstversorgungsgrad bei Obst und Gemüse liegt bei uns nur noch zwischen 20 und 30%. Alle hier im Haus sprechen sich für regionale Landwirtschaft aus, für Wertschöpfungsketten, für die heimische Lebensmittelproduktion. Und wer das konsequent zu Ende denkt, der stellt fest, dass man dann eben auch Wege finden muss, um Arbeitskräfte einreisen zu lassen, und man muss den Landwirten auch Planbarkeit geben. Und die Idee der LINKEN ist dann, ja, dann müssen die Bauern halt mehr zahlen, dann finden sie auch im Inland noch Arbeitskräfte. Und da frage ich mich dann schon, ob Sie sich mal angeschaut haben, was der Spargel so im Supermarkt kostet. Und da kommen ausländische Produzenten aus Spanien, Griechenland und sogar aus Peru, die mit ihren Kampfpreisen auf den Markt drängen. Und das sind ganz schwere Wettbewerbsbedingungen, weil hessische Landwirte in Konkurrenz dann stehen mit spanischen und griechischen Kollegen. Und die haben vielleicht keine Saisonarbeitskräfte aus Osteuropa, aber glauben Sie mal nicht, dass es in Griechenland und Spanien bessere Arbeits- und Lebensbedingungen geboten werden als hier. Also, ich habe mich in Vorbereitung dieses Themas extra noch einmal mit mir bekannten Landwirten und Direktvermarktern ausgetauscht, und ich bin auch jede Woche auf irgendeinem landwirtschaftlichen Betrieb. Also die Menschen, die z.B. aus Osteuropa hier in unser sehr reiches Hessen kommen, die sind aus sehr einfachen Verhältnissen. Die werden von den Arbeitgebern sehr oft in die Familien integriert. Ich kenne da sehr, sehr viele gute Beispiele, auch aktuell unter den Corona-Bedingungen, und sie werden dort auch gut versorgt. Doch, ja, aber ihr kehrt immer alle über einen Kamm, und damit stellt man sich gegen die hessische Landwirtschaft. Da muss man was dagegen sagen. So, die Standards bezüglich auch sozialem und Lebensbedingungen der Saisonarbeitskräfte, die weichen von unseren Vorstellungen auch weit ab. Ja? Es gibt Herkunftsländer, da ist es völlig normal, dass es kein fließendes Wasser gibt, keine Waschmaschine, keine Gefriertruhe und auch die Menge. Und nein, deswegen haben sie es hier gut. Sie haben es hier gut. Und auch die Verpflegung, die Qualität und die Menge der Verpflegung ist hier doch deutlich besser als in den Herkunftsländern. Und im gut. Sie haben auch die sozialversicherungsfreie Beschäftigung angesprochen mit 102 Tagen anstatt 70. Das hat der Bundestag beschlossen. Und dann kommen auch sofort die linken Reflexe. Ja, nach Ihrem Narrativ sind es dann die herzlosen Bauern und die Agrarindustrie, die böse, mit ihrer Lobby, die auf diese Regelung hingewirkt haben, damit sie die Menschen noch länger ausbeuten können, ja, wie Sie meinen. Ich sage Ihnen aber, das hat auch einen ganz anderen Hintergrund, weil Hopfen, Wein, Spargel und auch die Erdbeeren, die jetzt kommen, die wachsen unabhängig von Corona, und die Ernte muss natürlich eingefahren werden. Und da hat sich das Instrument der sozialversicherungsfreien Beschäftigung bewährt. Und angesichts des Infektionsschutzes ist es besonders wünschenswert, dass Mobilität und Reisetätigkeit reduziert werden, dass nicht so viel gependelt wird, dass nicht zu viele Menschen gleichzeitig hier sind und dass die Arbeiter eben in einer Gruppe zusammenarbeiten und nicht ständig wechseln. Deswegen ist diese Regelung zu begrüßen. Und auch Ihre Erläuterungen zu der Unterbringung der Saisonarbeitskräfte sind ausgesprochen praxisfremd. Ich habe auch die Vermutung, dass Sie, wie gesagt, nicht mit den betroffenen Landwirten oder mit ausländischen Erntehelfern gesprochen haben. Es hätte geholfen. In der Tat wohnen die Arbeitskräfte oft in Gemeinschaftsunterkünften. Aber stellen Sie sich vor, wie gefordert, die würden die in Hotels oder Pensionen schicken. Wie jeder Arbeitnehmer müsste dann auch der Saisonarbeitsmensch das von seinem Lohn bezahlen. Und deswegen wollen diese Menschen genau das typischerweise eben nicht. Sie kommen nämlich hierher mit dem Ziel, möglichst viel Geld wieder mit nach Hause zu bringen. Und denn mit dem Lohn, der für deutsche Verhältnisse vielleicht gering sein mag, kann man in kurzer Zeit Summen verdienen, mit denen die Familien ein Jahr dort leben können.
Und die meisten Betriebe haben Erntehelfer, die jedes Jahr wiederkommen. Das ist so. Kam auch heute Morgen, da wurde ja skandalisiert im Morgenmagazin, und dann haben die Leute auch von 14, 15 Jahren berichtet. Und deswegen meine Abschlussfrage, die die Linken dann mal beantworten sollen. Fänden Sie es denn wirklich besser, die Produkte kämen gleich von da, wo jetzt die Erntehelfer herkommen? Weil das ist nämlich die Alternative zu regionalen Produkten, geerntet mit ausländischer Hilfe. Vielen Dank, Frau Abg. Knell. Als nächstes hat der Abg. Müller aus Witzenhausen für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, auch in der Landwirtschaft gibt es Missstände bei der Beschäftigung und Unterbringung von Saisonarbeitskräften. Nicht in dem Maße wie in der fleischverarbeitenden Industrie, das will ich hier ganz klar sagen, aber wir müssen die Dinge unbedingt im Auge behalten. Wir wollen nicht, dass es beim Einsatz von Saisonarbeitskräften in eine Richtung geht, wie wir sie in Almería in Südspanien jetzt schon beobachten können. Das ist eine Katastrophe. Die Gefahr, dass Erntearbeiterinnen und Erntearbeiter unter desaströsen Bedingungen leben und arbeiten müssen, wie die Linke in ihrem heutigen Antrag sagt, die ist auf jeden Fall gegeben. Aber der Titel der Aktuellen Stunde, der suggeriert, als herrschten in Hessen in allen Betrieben mit Saisonarbeiterinnen solche Zustände. Das ist eindeutig nicht so. Aber ich möchte noch dazu etwas Grundsätzliches sagen, auch als Landwirt. Insbesondere zu Erntezeiten müssen in den Betrieben in kurzer Zeit schwere körperliche Arbeiten verrichtet werden. Und mit der Zunahme der Spezialisierung der Anbaubetriebe ist die Nachfrage nach kurzfristig beschäftigten Erntekräften sehr angestiegen. Aus Sicht der Betriebe ist das nachzuvollziehen. Nach der Ernte gibt es deutlich weniger zu tun, und sie möchten dann die angeworbenen Arbeiter, das muss man so sagen, auch wieder loswerden. So ist das. Diese Bedarfe von den Betrieben treffen auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus sogenannten Billiglohnländern, die teilweise bereit sind, unter Bedingungen zu arbeiten, die für die Mehrheit unserer Bevölkerung nicht akzeptabel sind. Ich sage das an dieser Stelle auch, das wurde hier auch schon erwähnt, dass im letzten Jahr zu Beginn der Pandemie der Versuch unternommen wurde, heimische Arbeitskräfte aus dem Lockdown als Ersatz für die eingeplanten Erntearbeiter aus Osteuropa anzuwerben. Dieser Versuch, das muss man auch sagen, ist weitestgehend gescheitert. Gründe für das Scheitern gab es etliche. Die Schwere der Arbeit, der geringe Lohn, die schlechte Unterbringung, aber auch natürlich, und das muss man auch sagen, die fehlenden Handfertigkeiten für die speziellen Arbeiten. Wenn man also hier im Land keine Arbeitskräfte für diese Tätigkeiten findet, muss man sich schon mal Gedanken darüber machen, was hier vielleicht auch faul ist. Drei Anregungen zum Nachdenken deshalb von meiner Seite. Man könnte sagen, die Menschen, die hier im Land die Ernteprodukte möglichst billig erwerben möchten, sind nicht bereit, für die Ernteprodukte einen Preis zu zahlen, der es den Landwirtinnen ermöglicht, den Erntearbeiterinnen und Erntearbeitern einen fairen Lohn zu bezahlen. Ich gebe zu, das ist jetzt einfach nur eine Vereinfachung, die vielleicht zu kurz greift, aber es lohnt sich, darüber nachzudenken. Andere würden vielleicht sagen, dass ein höherer Preis für die Ernteprodukte nicht zu den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern durchkommt, sondern als höhere Rendite irgendwo in den Lieferketten versandet und landet. Auch das ist eine Vereinfachung, aber auch darüber kann man nachdenken. Und ein drittes, das haben mir mehrere Landwirte jetzt in Versammlungen auch schon mal gesagt, die sagen mittlerweile auch, dass ein Werbeverbot für Lebensmittel über den Preis für Abhilfe sorgen würde. Ein richtiges Werbeverbot für Lebensmittel über den Preis. Auch darüber lohnt es sich nachzudenken, meine Damen und Herren. Wir haben inzwischen eine Entwicklung, dass zum Beispiel Landwirtinnen und Landwirte aus Polen in Deutschland Saisonarbeit verrichten und in ihren eigenen Betrieben zu diesen Zeiten Menschen aus Belarus leben und arbeiten und die Erntearbeiten machen
und in Weißrussland wiederum Menschen aus Georgien und so weiter. Das kann man immer weiter nach Osten verlegen. Je weiter wir nach Osten gehen, desto niedriger das Lohnniveau und umso schlechtere Arbeitsbedingungen werden akzeptiert. Deshalb zurück noch einmal nach Deutschland. Wir müssen ganz besonders hingucken, wenn Menschen nicht aus den direkten Nachbarländern angeworben werden, sondern von noch weiter weg. Und jetzt in diesem Jahr ist es zum ersten Mal so, dass 5.000 Erntehelfer aus Georgien nach Deutschland einreisen dürfen. Bisher waren es nur 500. Angeblich haben sich in Georgien 80.000 Menschen für diese 5.000 Stellen beworben. Einige werden davon auch nach Hessen kommen. Deshalb, da müssen wir genau hingucken, und deshalb mein Fazit: Wir stehen als Politiker in der Verantwortung, diese Entwicklung mit geeigneten Maßnahmen und dem Setzen von Rahmenbedingungen zu begleiten und dafür zu sorgen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen fairen Mindestlohn bekommen und zu fairen Bedingungen hier wohnen können. Das ist wirklich wichtig, und das ist mein Fazit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Müller. Für die Landesregierung hat jetzt Staatsminister Klose das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich zunächst damit beginnen, dass natürlich auch die Lebens- und Arbeitsbedingungen von ErntehelferInnen, die als Saisonarbeitskräfte ja nach wie vor überwiegend aus Rumänien, Polen und Kroatien nach Hessen kommen, genau wie für uns alle derzeit stark von der Pandemie geprägt sind. Und das ist ein Faktum, dem wir ja auch schon letztes Jahr begegnet sind. Und wir haben deshalb bereits im März letzten Jahres für die erwarteten und erforderlichen Saisonarbeitskräfte, damals kamen sie ja zum größten Teil aus sogenannten Risikogebieten. Sie erinnern sich an die Einteilung. Wir haben das zum Anlass genommen, genau darauf zu schauen, ob für diese Menschen sichere und auch gesunde Arbeits- und Wohnbedingungen auch in Hessen gewährleistet werden können. Es war diese Landesregierung, die nicht nur als eine der ersten eine Handlungshilfe für die landwirtschaftlichen Betriebe erarbeitet hat. Wir haben darauf auch in einer Schwerpunktaktion der drei Regierungspräsidien gemeinsam mit der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft reagiert und insgesamt 133 landwirtschaftliche Betriebe und 32 Betriebe der Weinwirtschaft mit zusammen über 5.500 Saisonarbeitskräften fachlich unterstützt und auch überprüft. Und ich finde, das kann sich durchaus sehen lassen. Und wir haben damit dafür gesorgt, dass ErntehelferInnen in Hessen so gut wie möglich vor dem Coronavirus geschützt werden. Wir konnten dabei feststellen, dass über 90% der überprüften landwirtschaftlichen Betriebe vorschriftsmäßig arbeiten. Und das sind dann immer noch knapp 10% zu viel, die das nicht tun. Aber dennoch ist das eine Quote, die wir auch zur Kenntnis nehmen müssen. Und wir konnten durch unsere umfangreichen Kontrollen gewährleisten, dass wir Menschen, die als Saisonarbeitskräfte nach Hessen kommen, möglichst gut schützen. Und diese positiven Ergebnisse der Überprüfung, die zeigen auch, dass das Zusammenwirken der Aufsichtsbehörden untereinander, aber auch mit den Betrieben durchaus gut funktioniert. Wir haben gemeinsam mit unseren Arbeitsschutzbehörden und der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft wesentlich dazu beigetragen, dass nicht nur die ErntehelferInnen, sondern eben auch die landwirtschaftlichen Betriebe existenziell abgesichert werden können und auch der Wunsch der Bevölkerung im Sinne der Versorgung mit regionalen und heimischen Produkten beigetragen wird. Und dennoch, es liegt gleichzeitig auf der Hand, dass es bezüglich der Lebens- und Arbeitsbedingungen von Saisonarbeitskräften kritische Punkte gibt, gerade aus Sicht des Sozialministers. Und dazu gehört zweifellos, dass allen Saisonarbeitskräften, die nach Deutschland kommen, für ihre Arbeit mindestens der gesetzlich festgelegte Mindestlohn zusteht. Und damit das auch überall eingehalten wird, muss insbesondere die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, das ist die zuständige Bundesbehörde, ihrer Aufgabe nachkommen.
Und dazu gehört auch der nicht gewährleistete reguläre Krankenversicherungsschutz der beschäftigten Erntehelferinnen und Erntehelfer. Für Saisonarbeitskräfte gelten ja die Regelungen des Bundes für die kurzfristige Beschäftigung. Und da haben wir eine komplett andere Auffassung, als die Kollegin von der FDP jetzt vorgetragen hat. Denn das heißt, Arbeitgeber dürfen für einen bestimmten Zeitraum sozialversicherungsfrei beschäftigen. Und die Bundesregierung hat kürzlich beschlossen, das wurde bereits erwähnt, dass landwirtschaftliche Betriebe ihre ausländischen Saisonarbeitskräfte maximal 102 Tage sozialversicherungsfrei beschäftigen dürfen. Das war im letzten Jahr 115 Tage. Insofern ist es eine kleine Verbesserung, aber wir sind noch weit entfernt von den 70 Tagen, die noch 2019 galten. Und deshalb sind diese 102 Tage leider nur eine geringfügige Verbesserung der Situation. Ich will aber auch erwähnen, dass es erfreulicherweise Arbeitgeber gibt, die von sich aus eine Krankenversicherung für die ErntehelferInnen abschließen und die damit zumindest einen Grundschutz für den Fall der Erkrankung schaffen. Das ist die Frage, wie viele Arbeitgeber das tatsächlich machen und wie viele ErntehelferInnen demgegenüber ohne jede Krankenversicherung hier arbeiten. Und daran können Sie sehen, dass es dringend erforderlich ist, dass der Bund handelt, dass er den Fokus auf den Schutz der Beschäftigten legt. Denn eine Verbesserung der Situation kann nur auf Bundesebene geschehen. Und wir brauchen eine Lösung, die die Interessen der landwirtschaftlichen Betriebe, die Nachfrage der Bürgerinnen nach heimischen Produkten und die Interessen der Erntehelferinnen zusammenbringt. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Damit sind wir am Ende der Aussprache über diese Aktuelle Stunde Top 91.